In der letzten Folge von LEGO City Undercover. Nachdem wir einen lebensgefährlichen Parcours über den Dächern LEGO Cities absolvierten, konnten wir den Kopf der Verbrecherbande schnappen und ihn zur Rede stellen. Er verriet uns, dass uns wahrscheinlich Blue auf der Albatross Gefängnisinsel uns wahrscheinlich weiterhelfen kann, wenn es um Rex Fury geht. Ab zur Polizeistation, denn dort haben wir eine Anlegestelle, aber der schusslige Bootsfahrer hat das Boot versenkt. Und das heißt, wir mussten erstmal Supersteine farmen, um die Fähre neu zu bauen. Und jetzt geht's wirklich auf zum Gefängnis. Willkommen auf der Albatrossinsel, meine Freunde. Wir müssen hier einen Weg nach drinnen finden und ich glaube, den haben wir gerade gefunden. Denn hier können wir uns, glaube ich, einfach so eine Stange zum Drüberhangeln basteln. Genau so sieht's aus. Also mit der Sicherheit hier im Gefängnis, weiß ich nicht, wird es wirklich nicht so genau genommen. Da wundert es mich nicht, dass Rex einfach mal ausbrechen konnte. Aber na gut, was willst du machen, ne? Gutes Personal, sowas suchst du heute vergebens. Okay, erstmal in der schönen Schlangenlinie hier kreuz und quer rumgehen. Und ich sehe eh schon das Ziel da, der komische Zeitungsstapel. Na bitte, da ist ein Schlüssel drin. Aber davor würde ich das hier gerne noch kaputt schlagen. Okay. Hat leider nichts gebracht. Ich lasse auch eigentlich immer im Gefängnis gerne Schlüssel rumliegen. Das ist eigentlich schon so. Ja, mache ich gern, weil sowas ist höchst sicher. Also ich zweifle ja an der Intelligenz hier. Na, dann öffnen wir mal das Tor. Da oben sehe ich auf jeden Fall wieder eine Parcourspassage. Oh, da war noch ein 1000er Stein. Wir haben schon 344.000 Lego-Stats. Ich glaube, das ist nicht so wenig. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viel das ist. Aber ich glaube, das geht voll klar. Es ist jetzt nicht so wenig. Glaube ich. Ja, ich bin mir nicht sicher. Nagelt mich nicht fest drauf. Okay. Wall-Jump. Und renn. Und nochmal renn. Jawohl. Nicht runterrutschen hier. Okay, alles gut. Okay, gut. Das wird ein guter Tag. Achso? Willst du ausbrechen oder was? Sonst kann ich mir nicht vorstellen, was im Gefängnis ein guter Tag wäre. Keine Ahnung. So, ganz vorsichtig hier rüber. Chase macht's ja auch super vorsichtig, ja. Okay, um die Ecke rum. Und hoch. Jawohl. Sehr gut. Wie genau brechen wir hier gerade ein oder wie darf ich das verstehen? Wer hat da gerade Hey Du gesagt? Wer hat das gerade gesagt? Mich darf niemand sehen. So geht das nicht. Oh shit. Schön abschießen da oben. Mit der Greifhakenkanone von uns geht das natürlich. Oh lol. Der ist ja der Gefängnishof. Ja, du liebst Kartoffelchips, das freut mich. Hast du schon mal Riffels probiert? Riffels sind super. Wer sagt hier Hi? Ich sehe hier niemanden. Meine Güte. Kann ich die Kameras abschießen? Hoppala. Na, sowas aber auch. Ich frage mich ja, ob ich hier gerade der Verbrecher bin oder der Polizist. Irgendwie weiß ich das nicht so ganz, was ich hier gerade bin. Da ist ein Stein. Ja, aber ich würde auch ganz gerne wieder hier hochkommen. Wenn ich jetzt da nach unten springe, was bringt mir das? Na komm, gib den Stein her. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Oh nein, das ist auch irgendeine Fähigkeit, die noch gesperrt ist. Ah, es hat sich gelohnt. Wir haben den Detainer freigeschalten. Jetzt muss ich halt wieder hochlaufen, aber naja, für euch ist es eh geschnitten. Lol. Der Schatten von dem Typen, der da oben ist, kommt einfach durch den Tower durch. Ja, ganz fehlerfrei ist das Game auch nicht, aber wir ignorieren es einfach mal, ja? Wir ignorieren es einfach mal. Ab nach oben. Jungs. Ach, lol. Jetzt habe ich den aufgeweckt. Das wollte ich eigentlich nicht erreichen damit. Halt's Maul, Handy. Oh, nice. 1000er Stein. Halt. Und jetzt ganz kurz die Lautsprecher da oben abschießen. Geht das? Geht es nicht? Wie jetzt? Es geht nicht. Lol. Können wir hier drüben noch was erreichen? Nein. Okay. Dann gleiten wir hier geschmeidig runter in den Hof. Ich meine, wir sind Polizisten. Wir könnten auch einfach
fragen, ob wir ganz normal über den normalen Weg rein dürfen, aber nee. Wir machen es lieber so, dass wir einbrechen. Und es juckt ja auch anscheinend niemanden. Oh shit, Chase. Mal ein bisschen trainieren. Bam, 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 Alter. Bam. Eins. Zwei. Oh, drei. Oh, come on. Vier. Und der letzte. Fünf. Sehr gut, Chase. Lol. Wer ist hier eine Frau? Hä, sind hier Frauen in dem Gefängnis? Sieht ja irgendwie nicht so aus. Dann frage ich mich ja, wo diese Frauenstimme herkommt. Oh, können wir jetzt das Tor öffnen? Ah. Warte, was? Warte, was? Wir können das Tor öffnen? Chase, bist du geistig gestört? Hier sind lauter Gefangene. Hey, du! Ach du gehörst Gott. In den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst du richtig gut mit die Worte? Super, mit die ne? Worte. Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Oh mein Gott. Das Spiel ist einfach auf mehreren Ebenen komplett durch. Aber das wissen wir ja. Das muss ich nicht mehr erwähnen. Eine Kaffeepause könnte man hier machen, aber die Fähigkeit ist anscheinend gesperrt. Ja, ich meine, ich weiß zwar nicht, welche Fähigkeit wir für eine Kaffeepause brauchen, aber ich lasse es einfach mal so stehen jetzt. Warum genau wollen wir das runterziehen? Wenn ich fragen darf. Um uns irgendwo hoch zu katapultieren? Okay. Dann katapultieren wir uns irgendwie aufs Dach vom Gefängnis, oder was? Hey, ich habe eine Katze gehört. Ich habe eine Katze gehört. Hey, ich habe eine Katze gehört. Wie komme ich an die Katze ran? Was soll das? Oh lol, warte. Hey, die haben den Basketball. Deshalb konnten wir hier hin. Jungs, gebt den Basketball her. Okay, komm her. Muss ich die jetzt verhaften? Die sind schon im Gefängnis. Was bringt es denn, die zu verhaften, Chase? Nein, ich lasse mich nicht bestechen. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich nehme euch alle fest, obwohl ihr schon im Gefängnis seid. Das ergibt voll viel Sinn. Bam. Fünffach. Das ist nicht fair. Jawohl, Alter. Eine Penta-Festnahme. Oh, Mann. Dann nehmen wir mal den Basketball. Hoffentlich krieg ich es. Wie genau? Ah, ja. Das ergibt natürlich Sinn. Hi, Jungs. Ich habe euren Basketball. Unser Ball. Wow. Gut, wir lassen dich rein. Ja, danke. Oh, hey, na? Wer bist du denn? Bist du Blue? Hey, bist du Blue? Das habe ich gesagt. Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Hm, da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Na, oh, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, ja. Wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh, oh mein Gott. Was hier. Zum... Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Clown. Doch, da gibt's was zu lachen.
Alter, der hat seinen Wagen gefressen. Oh boy. Wie Brain AFK ist der Dude. Okay, what the hell. Was geht denn da drin ab, Alter? Da ist ja komplettes Chaos. Gib mir meine Mütze wieder! Ach, vergesst es! Ich bin einfach zu alt, um euch Jungspunden hinterher zu jagen. Kann ich helfen? Wäre nicht schlecht. Glaubst du, du kriegst diese Lümmel wieder zurück in ihre Zellen? Klar, kein Problem. Kein Thema für Chase McCain. Okay. Wir sind jetzt hier mitten in einem Spezialauftrag, wie ihr seht. Also ja, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Hi, na? Bam! Geh weg! Ich kill dich! Oder ich nehme dich fest. Killen jeder in dem Game nicht. Bam! So, 2 von 6 haben wir ja schon mal. Ah, da ist ja noch einer. Hi! 3 von 6. Haben wir noch wohl jemanden, der hier aufmucken will? Nein? Gerade nicht? Okay. Wo haben wir noch jemanden? Hello. Da ist einer. So, schön. Die Füße weggezogen. Jawohl. Chase kennt sich aus mit Kämpfen. So sieht's aus. Was willst du denn? Wollte der gerade was aus dem Automaten rausklauen? Ja, vergiss es, mein Freund. Vergiss es. Gute Arbeit. Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja. Ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Ah ja. Blue oder so ähnlich. Blue, der ist fast so lang hier wie ich. Echt? Nimm mal ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. Wieso glaube ich, dass ich das... Ich mach ein Nickerchen. Naja. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Ja, gut so. Gut so. Und hier bekommen wir unsere erste Fähigkeit, Freunde. Neben Polizisten. Chase McCain, Räuber. Unsere erste richtige Fähigkeit neben den Polizisten. Okay, und damit können wir jetzt so einiges anstellen. Zum Beispiel einbrechen. Ja. Ja. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex Zelle. Warte. Oh shit. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des 2. Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Ja. Ja, komm, halt's Maul, ihr seid in euren Zellen. Doch. Schöner Tag? Du warst doch sowieso nicht draußen. Was willst du? Ach, egal. Okay. Dann schauen wir mal ins Büro des Direktors. Gut, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Ja, finde ich auch gut. Du gehörst da ja auch hinter das Gitter. Ey, komm schon. Ja. Was für ein Fernseher? Du hast hier drin keinen. Idiot. Der will mich hier verarschen, Leute. Der will mich hier verarschen. Ein roter Stein. Was hat mir der jetzt gebracht? Im Pausenmenü Extras. Klingelton Hupe. Was? Klingelton Rülpser. Ah, den nehme ich. Ich nehme den Klingelton Rülpser. Haben wir sonst noch was? Oh, 100% abgeschlossen gibt's auch noch. Okay. Was ist das? Ah, da brauchen wir eine Keycard. Okay. Die Keycard, die kriegen wir irgendwo her. Die kriegen wir irgendwo her. Ja, dazu brauchen wir jetzt den Polizeichase. Okay, jetzt wird's hier zum Hin- und Her-Switchen zwischen einzelnen Fähigkeiten. Und das wird später noch lustiger. Weil ihr seht ja in diesem Fähigkeitenrad, wie viel es da noch gibt. Also... Ja. Ja, erzähl deinem Anwalt so viel du willst, ich bin Polizist. Ja, es wird hier noch einiges kommen in dem Game. Ja, klar. Lass ich dich gehen, natürlich. Jetzt wieder schnell hier auf den Räuber wechseln. Aufbrechen, let's go!
Und hier, was ist das? Achso, ein Safe. Den Safe knacken, Leute. Und zack, auf damit. Ah, die Keycard. Die Musik ist ja echt chillig. So richtiges Gefängnis-Feeling. So richtig deprimiert. Also so komplett. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich die Laser abgeschalten, oder? Ja, genau. So, jetzt müssen wir uns hier oh, no. Oh, da ruft jemand an. Das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich? Oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Ja, Frank. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber es sind hier wohl die Gefangenen rausgekommen und ich habe einen Rülpser als Sound. Das ist auch ziemlich nice. Ich weiß nicht, wem das eingefallen ist bei den Entwicklern, aber ich finde den Typen auf jeden Fall sympathisch, dem das eingefallen ist. Definitiv. Oh lol, 1 von 4. Ich weiß zwar nicht, was ich da gerade zerstört habe, aber 1 von 4. Alles klar. Ein Eiswaggon. Mhm. Ah, mit L und R kann man wechseln. Mit L und R kann man schnell wechseln. Das ist gut zu wissen. Ist mir gerade wieder eingefallen. Schön alles zerstören. Alle Wände hier durchbrechen. Jetzt wird es gleich zum Fighten. Das erkenne ich an der Musik. Oder auch nicht. Hä? Warum kam gerade die Fighting-Musik? Ergibt jetzt zwar nicht viel Sinn, aber okay. Schrei da oben nicht rum wie ein Huhn. Schalter aktiviert. Was ist da drin? Ist das das Büro? Ja. Das Büro des Direktors. Der kriegt anscheinend gerade Post. Und hat eine automatische Tür. Okay. Ja, ja, hallo, da ruft jemand an. Bist du drin? Ja. Der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist eine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. What? Okay, muss ich das jetzt verstehen? Das können wir anscheinend nicht zerstören. Ja, gut. Ziehen wir hier mal den Kronleuchter runter. Aber warte mal, was? Der Direktor hat einen Geheimweg in Rex Zelle? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Ganz weird. So schnell kommt er da nicht raus. Nein. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Der Typ steht in Kontakt mit Rex? LOL! Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Ja, sei leise. Oh shit! Woo! Oh damn! Yeah! Jetzt reiten wir hier auf dem Stier. So muss das. Ja, ja, sei leise. Ich fass deine Platten an, weil du das nicht magst. Dann fasse ich sie erst recht an. Meine Güte. Du bist ja echt ein Noob. Ja, sei leise. Doch, ich werde eine von ihnen abspielen. So, und gleich haben wir es geschafft hier. Auf dem Stier zu reiten. Wunderbar. Ich bin Polizist. Und du bist ein korrupter Gefängnisdirektor, der Kontakt mit einem Gefangenen hat, der ausgebrochen ist. Deine Bewährung kannst du getrost vergessen. Was für Bewährung? Dude. Okay, dann werden wir hier mal kurz den Safe knacken. Das ist meine Zwillingsschwester in dem Hochzeitskleid. Ah ja, bestimmt. Bestimmt. Hey, da ist eine Platte. Die können wir doch einfach mal einlegen, weil das mag er so gerne, habe ich gehört. Was ist da draußen los? Jetzt hört das der ganze Hof, Alter.
Und der Typ baut da gerade einen Fluchttunnel. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Hey! Was gibt's denn nicht? Jetzt ist ja eiskalt, das Mikrofon explodiert. Ja, die Musik war halt einfach grässlich, ne? Okay, was passiert hier? Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Okay, Leute. Jetzt verfolgen wir noch ganz schnell diese Spur. Willst du mir gerade sagen, dass du da drin gerade erstickst, weil du so stinkst, du Sau? Okay. Häftling! Wunderbar. Und nächstes Mal schauen wir, wohin dieser komische Geheimweg führt. Was ist los mit dem Gefängnisdirektor, Alter? What the hell? Bis zum nächsten Mal. Ciao!